Nach den ersten beiden Super Mario Land Teilen auf dem Game Boy musste es natürlich einen Nachfolger geben und Nintendo startete gleich eine neue Reihe mit Marios Widersacher Wario. Das Spielgefühl war natürlich etwas anders, aber auch die Wario Land Spiele waren fantastisch. Wie schlägt sich der zweite Teil dieser Serie? Was macht der Entwickler in diesem Spiel anders? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Wario Land 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo entwickelt und ist 1998 bei uns in Europa und in Nordamerika erschienen. In Japan seltsamerweise nicht. Wario Land 2 ist in angepasster Form 1999 auf dem Game Boy Color erschienen. Hier wird jetzt aber die Version für den originalen Game Boy besprochen. Seit 2012 gibt es diese dann auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Die Hintergrundgeschichte ist simpel. Captain Syrup klaut Varios Schatz, ihr wisst, was zu tun ist. Wie der Vorgänger ist auch dieser Teil natürlich ein waschechter Plattformer. Ihr bewegt den etwas behäbigen Wario aus der Seitenperspektive durch die Level. Euer Bewegungsspektrum ist natürlich etwas eingeschränkt. Ihr könnt springen, rammen oder einen Stampfsprung ausführen. Bei den Power-Ups gibt es im Vergleich zum Vorgänger einen großen Unterschied. Diese werden euch nämlich nicht in der Form von verschiedenen Hüten gereicht. Nein, dieses Spiel funktioniert dahingehend ganz anders. Ihr erlangt neue Fähigkeiten durch die Attacken von bestimmten Gegnern. Klingt jetzt also etwas komisch, daher ein Beispiel. Ihr müsst durch bestimmte Blöcke nach unten brechen. Euer Stampfsprung ist aber dafür nicht stark genug. Gut, dass daneben ein Gegner steht, welcher euch mit Kuchen bewirft. Kriegt ihr einen davon ab, werdet ihr dick und euer Gewicht erhöht sich. Was dann folgt, muss ich euch nicht erklären, der Weg ist geebnet. Diese Power-Ups haben meistens jedoch auch immer große Nachteile. Daran könnt ihr vielleicht schon erkennen, dass dieser Plattformer eine etwas andere Orientierung im Spieldesign als die Konkurrenz hat. Die Level sind etwas verwinkelter aufgebaut. Es gibt überall immer einen Bonusbereich mit Münzen zu entdecken. Und der Fokus ist eher auf die Überwindung von Hindernissen oder Orientierung im Level ausgelegt. Wobei ihr da jetzt aber keine Angst haben müsst. So komplex, dass ihr euch verlaufen werdet, ist es natürlich dann wieder auch nicht. Diesen Ansatz merkt ihr dann auch bei den Gegnern und eurer Lebensenergie. Ihr habt nämlich keine. Treffen euch Gegner, verliert ihr keine Herzen oder ähnliches. Lediglich ein paar Münzen, von denen es jedoch sehr viele gibt. Dadurch spielt sich das Spiel dann auch etwas gefühlt einfacher. Euch erwarten dann insgesamt 25 Level, die in jeweils 5 Welten mit jeweils 5 Leveln unterteilt sind. Das letzte beinhaltet dann natürlich immer klassischerweise einen Boss. Am Ende jeden Levels könnt ihr euch dann mit einem Minispiel zusätzliche Münzen in einem Ratespiel verdienen. Dafür müsst ihr jedoch erst einmal welche einsetzen. Wenn ihr keine Lust darauf habt, könnt ihr die dann aber auch einfach überspringen. Euer Fortschritt wird dabei nach jedem Level automatisch gespeichert. Über die Technik müssen wir nicht großartig sprechen. Die ist natürlich bei Nintendo typisch wundervoll gelungen. Die Sprites sind schön detailliert gezeichnet und versprühen diesen wunderbaren Charme, der diese Reihe einfach ausmacht. Als kleinen Bonus gibt es natürlich auch wieder ein entsprechendes Farbschema für den Super Game Boy Adapter. Musiktechnisch sieht es natürlich wenig überraschend ähnlich aus. Was taugt Wario Land 2 für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr und finde es sogar noch besser als seinen Vorgänger. Ich finde die Idee super, von diesen klassischen Hut-Power-Ups wegzugehen und diese situationellen Fähigkeiten zu wählen. Das lädt einfach zum Experimentieren ein. Auch die Levelgestaltung ist herrlich verwinkelt gestaltet und immer findet man irgendwo Münzen versteckt. Von mir aus, wenig überraschend, eine klare Empfehlung. Hier erwartet euch ein charmanter Spitzenplattformer, der den Fokus im Vergleich zum Glück eher auf andere Aspekte legt. Das war der Test zu Wario Land 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.